Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Everybody's Gone to the Rapture. So, in der letzten Folge sind wir ein bisschen so umhergeirrt und wussten rein theoretisch eigentlich gar nicht, was wir bei der Mühle so machen sollten, da irgendwie das Licht, beziehungsweise, ja, das Licht gar nicht so drauf reagiert hat. Und irgendwie führt es jetzt hier so uns in diese Richtung, und ich werde jetzt hier mal so lang gehen, und ich weiß allerdings nicht, was uns hier in dieser Situation erwarten wird. Hier ist noch eine alte Karre. Wir können da mal hier auch noch mal reinschauen. Hier ist ja auch noch mal so ein kleiner Bach. Und was ist das denn hier? Oh. Eine Zigarette. Die ist sogar noch an. Warum ist die Zigarette noch an? Das heißt ja im Prinzip eigentlich, dass es noch gar nicht so lange her sein kann hier. Denn die glüht ja nicht einfach mal so, ziehen jetzt einfach hier so mehrere Tage umher. So, wir schauen mal hier oben lang. Diesen Weg hier kenne ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon waren. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwie rein. Vielleicht ist es ja diese Stelle hier, wo wir vor ein paar Folgen gar nicht reinkamen. Von der anderen Seite irgendwo her. Ich kann mich natürlich aber auch irren. Das ist ja... Ne? Da oben ist die Scheune. Ach nee. Nee. Hier waren wir schon mal. Bei den Heuballen. Hier waren wir schon mal gewesen. Und da oben ist wieder die Mühle. Wie man so schön sehen kann. Und ich werde mal hier so lang gehen. Mal schauen. Wir gucken uns einfach mal hier so ein bisschen um, bevor wir hier irgendwo das Licht folgen, denn irgendwie konnten wir bei der Mühle noch nichts abschließen oder beziehungsweise mit dem Licht interagieren, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, muss ich ganz ehrlich sagen, aber okay, hier dieses Spiel lebt von verschiedenen Ereignissen, die wir vorher erstmal erkunden müssen, bevor wir dann anschließend irgendwie einen gewissen Kapitel abschließen können und in den nächsten Kapitel überspringen bzw. übergehen. Und ich denke mir mal, dass es bei der Mühle das Ende ist von Kapitel Frank. Ich kann mich natürlich aber auch irren, das ist jetzt nur eine Vermutung. Deswegen schauen wir uns hier erstmal noch in aller Ruhe alles an, bevor wir da irgendwie weitergehen. Hier ist wieder dieser wilde Bach. Kommen wir eigentlich überhaupt darüber? Ich möchte nämlich ganz gerne mal dahin. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt da hinkommen, weil es ist ja hier in der Nähe der Mühle. Von da sind wir gekommen. Vielleicht hätten wir einfach mal da vorne abbiegen müssen. Und die Grafik ist wie immer mal atemberaubend hier in diesem Spiel. Und wir haben ja mittlerweile so ein bisschen sonnige Grafik. Sag ich jetzt mal so. Zum Anfang war es ja noch so leicht, ja, so leicht bewölkt irgendwie. Hatte ich so das dumpfe Gefühl. Und jetzt haben wir das mehr sonnig und leicht bewölkt. Ich hoffe, dass wir hier auch lang kommen. Nicht, dass wir hier umsonst lang rennen. Vielleicht kommen wir auch da vorne bei dem Gebäude rum oder bei der Scheune. Hoffen wir mal. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir schauen einfach mal. Ja, dieses Spiel lebt ja so vor Erkundung. Und wir müssen ja hier alles erkunden. Und da oben ist auch schon wieder das Licht zu sehen. Man sieht es schon von Weitem. Und nein, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, hier waren wir schon mal bei dem Trecker. Hier hatten wir schon mal ein Gespräch mitgelauscht. Und die Stelle, wo ich meine, ist, dass das da ganz hinten. Da kamen wir ja noch nicht rein. Und ich frage mich eigentlich, warum wir da noch nicht reingekommen sind. Naja.
Hier ist wieder diese Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Hier möchte ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht hin. Denn ich habe so die Befürchtung, dass wir hier hinten irgendwie noch nicht fertig sind. Und ich werde hier nochmal mich genau umschauen, bevor wir hier zu der Mühle hinrennen. Zum zweiten Mal. Wo ist eigentlich der große Baum? Wo ist eigentlich der große fette Baum? Wir müssen mal den großen dicken Baum suchen, denn da waren ja auch noch irgendwie andere Wege, habe ich so das Gefühl gehabt. Wir sind ja nur diesem einen Trappelweg mal gefolgt. Vielleicht geht es ja auf der anderen Seite ja irgendwie noch weiter, bevor wir hier dieses Kapitel abschließen können. Ich frage mich, ob wir überhaupt noch da oben reinkommen können. Ich weiß es nicht. Denn da war ja Quarantäne, stand ja dran. Und das hat ja zu bedeuten, dass wir dementsprechend ja auch nicht da reinkommen. Was ich ein bisschen schade finde. So, jetzt rennen wir mal hier lang und suchen jetzt einfach mal den dicken Baum. Und von dort aus werden wir uns mal orientieren. Ganz einfach. Schade, dass man hier, wie gesagt, nicht schnell laufen kann. Und ehrlich gesagt hätte ich mir dieses Spiel auch ganz gerne noch für den PC irgendwie gewünscht. Weil ich denke mir mal, da hätte man mit der Grafikeinstellung noch mehr rausholen können, finde ich, als es jetzt schon sowieso schon ist. Und er hat die Versetzung ins Observatorium also durchbekommen. Tja, dieser Catherine muss das gedeichselt haben. Jetzt erzählt er, dass sie erst heiraten, bevor sie heimkommen. Typisch. Warum kann er nicht warten, bis er zu Hause ist? Fliegst du hin? Um Himmels Willen. Da sind doch nur ihre Leute. Die machen bestimmt alles ganz anders. Möchtest du auf eine Tasse Tee reinkommen? Oh, lieber nicht. Oh Gott, es ist 8 Monate her. Warum kommst du nicht rein und wir reden? Als Mary noch gelebt hat, wolltest du nie reden. Warst nur mit Charlie Tate unterwegs, um euren Kummer zu ersäufen, statt dich zu Hause um deine Frau zu kümmern. Du kannst eine fiese alte Schachtel sein, Wendy Boyles. Frank Appleton, komm sofort zurück und sag das nochmal. Mutter hat immer gesagt, du wärst ein schwarzes Schaf. Du fällst nochmal auf die Nase, ganz sicher. Ja, diese Stelle hatten wir ja schon mal gehabt. Da ich ja aber beim letzten Mal die Aufnahmesession beendet habe und er ja im Prinzip nicht abgespeichert hat, haben wir ja eigentlich wieder im Haus vom Doktor angefangen. Und deswegen sind wir auch an einer anderen Stelle wieder respawned. Aber das ist ja egal. Hier ist Franks Haus. Und da vorne ist auch schon der dicke Baum. Und da werden wir uns jetzt mal nochmal genauer umschauen. Hier ist Stevens Fahrrad. Ich finde diese Musik nach wie vor in diesem Spiel phänomenal. Einfach eine schöne Atmosphäre hat das ganze Spiel hier. Da muss ich den Entwicklern echt mal Lob aussprechen, dass die da richtig was Schönes auf die Beine gebracht haben. Da geht's auch noch lang. Da hinten ist noch ein Haus. Da oben. Ob wir da noch hinkommen. So, hier geht's auch lang. Da geht's nicht lang. Wir werden jetzt einfach mal hier den anderen Weg hier lang laufen. Und werden uns hier hinten in den Wäldern hier nochmal ein bisschen umschauen. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Gespräche übersehen.
Republic vor. Uiuiui. Hier liegt eine Plane mit Reifen drauf. Damit das Heu ein bisschen geschützt wird. Und da hinten sehe ich schon, da waren wir noch nicht. Da werden wir jetzt auch mal hingehen. Siehst du? Ich wusste doch, wir haben irgendwas übersehen. Irgendwas übersehen gehabt. Ja, so ist es. Man muss hier in diesem Gebiet echt alles ein bisschen erkunden und sich nicht nur so von diesem Licht beeinflussen lassen. Hier kommen wir auch wieder rüber. Und da vorne ist auch schon wieder eine weitere Radionachricht von Kate. Und ein Zelt. Unter dem Mikroskop konnte man sehen, wie das Licht der Zellstruktur der Flügel folgte. Die simplen Neuronen der Insekten scheinen den kompletten Befall zu verhindern und damit auch die Blutungen wie bei den Vögeln. Aber Steven liegt falsch. Dies ist kein Angriff. Das ist das Nebenprodukt eines Versuchs zu kommunizieren. Es wird klüger. Es lernt. Es passt sich an. Ich rechne schon bald mit einem Durchbruch. Ups, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie eine Art der Kommunikation des Lichts ist. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob man Kates Nachrichten auch so wirklich Glauben schenken kann, beziehungsweise ob auch Steven nicht vertrauen kann. Ich habe keine Ahnung. Kate ist irgendwie so besessen von, dass sie das Ganze erkundigen will, beziehungsweise herausfinden will, was mit dem ganzen Licht ist, warum das Licht da ist, warum es irgendwie mit uns kommunizieren will. Also, die ist wirklich so bizarr drauf besessen. Und bei Steven ist so, ja, so, Steven will irgendwie dieses Licht nicht hier irgendwie haben. Er will irgendwie das Ganze auslöschen, habe ich so das Gefühl. Also, Drive Club Version 1.23 Update wurde installiert. Das ist schön, wenn sowas immer in der Aufnahme passiert. So, wir schauen mal, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. You are here. Okay, wir befinden uns gerade da. Okay. Waren aber schon mittlerweile schon da ganz oben gewesen. Müssen wir eigentlich, warte mal. Little Torwart. Müssen wir da eigentlich auch noch hoch? Observatorium. Ich glaube zum Observatorium ist, glaube ich, die letzte Station, wo wir dann nachher später hingelangen werden, denke ich mir mal. So genau weiß ich es aber nicht. Ich lasse mich mal überraschen, weil wir kamen ja zum Anfang ja da gar nicht rein, wenn ihr euch noch recht erinnern könnt. Da war das Tor ja kaputt, beziehungsweise zu. Und im Laufe des Spiels haben wir ja mitbekommen, dass das Tor ja kaputt war. Und sich da eine ja das reparieren wollte. Und hier ist schon wieder alles kaputt. Sieht aber saugeil aus. Dieses Setting. Finde ich echt gut. Nice. Auch diese kleinen Fliegeninsekten, die hier so in der Luft umherschweben, finde ich einfach nur sehr geil. So, wir schauen uns jetzt hier mal so ein bisschen um. Hier finden wir, glaube ich, nichts drin, ne? Hier kommen wir auch gar nicht rein. Hoch. Oh, scheint was im Wohnwagen zu sein. Okay. Kommen wir da rein? Oh, wir kommen sogar da rein. Breaker 9. Rufe auf 9. Hier ist Lost Cowboy. Ist sonst noch jemand da? Hallo? Breaker 1-9. Breaker Traveling Sherlock. Charlie, bist du da? Over. Meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Du weißt ganz genau, was du tun musst. Ich kann das nicht tun, verlang das nicht. Du bittest mich, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Meine eigene Familie. Verdammt, meinst du, das wäre mir nicht klar? Ich werde auch noch hier sein, wenn ihr das Zeug abwerft.
Nein! Erzähl du nicht von Opfern, du rückgratloser kleiner Arsch! Dämlichen Mistkerle! Wenn du so viele Ideen hast, komm doch her und erledige du das! Oh mein Gott. Sag ihnen, die Zeit, in der wir die Wahl hatten, ist um. Sie müssen es tun. Du musst es tun. Jetzt. Ernsthaft? Ernsthaft, Steven? Soll das wirklich die letzte oder das letzte der letzte Ausweg sein? Es geht ja hier gerade um den Raketenschlag. Und ich höre schon aus weiter Entfernung Sirenen. Sind das Sirenen, ne? Boah, ey. Das kann nicht sein. Ja, ja. So ist das. Hier können wir auch nicht reingucken. Und da geht jetzt auch noch ein Weg hoch. Werden wir auch mal hochrennen. Oh, 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 oh. Steven, Steven, Steven. Was ist nur aus dem Jungen geworden? So. Was haben wir denn hier oben Schönes? Ah, da ist auch schon wieder das Licht. Und die Sirenen lauten immer noch. Mir kam so vor, als wenn jetzt der Steven dem Frank irgendwie so ganz schön unter Druck gesetzt hat. Wade Jeremy. Hat mich etwa 6 Wochen danach angerufen, als er dachte, ich könnte die Wahrheit verkraften. Ich werde nie wieder gutmachen können, was sie getan haben. Sie war eine gute Frau, Frank. Die Beste. Kommen Sie doch wieder zur Kirche, in die Gemeinde, man vermisst Sie. Ich hasse ihn, Pater. Ich kann nicht niederknien und etwas anderes heucheln. Und ich begreife wirklich nicht, wieso Sie ihn nicht auch hassen. Ich strenge mich an, es nicht zu tun, Frank. Passt nicht so ins Berufsbild. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wir müssen ihm vertrauen. Auch wenn uns seine Methoden verborgen bleiben. Vielleicht bis Sonntag. Unser Pater Jeremy hat ein Gespräch mit unserem Frank hier geführt. Sehr interessant. Also haben wir doch noch einige Gespräche vorher übersehen gehabt. Finde ich sehr... Ja, man weiß ja auch nie so wirklich, wo jetzt hier die Gespräche stattfinden. Deswegen muss man hier wirklich immer diese ganzen Gebiete abklappern. Und die Sirenen laufen immer noch. Wo kommen wir jetzt eigentlich hier hin? Oh mein Gott. Wir gehen jetzt hier mal hier. Ach, da war ja die andere Hütte. So. Ach, guck an, hier sind wir doch vorhin gewesen, zum Anfang. Löl. Freunde, wir sind so blöde. Wir waren hier vorhin auf diesem Weg, sind hier leider bloß in die Richtung abgedriftet. Tja, wären wir doch bloß mal geradeaus weitergegangen, dann hätten wir diese Gespräche schon eher mitbekommen. Aber gut, sei es drum. Man kann ja nicht alles erreichen auf Anhieb und auf die Schnelligkeit. Jetzt sind wir hier wieder auf diesem Pfad. Aber ich werde erstmal an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen. Denn wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Lasst mal einen Daumen hoch da
oder auch ein Abo würde mich sehr darüber freuen. Teilt das Video auch, damit andere Leute ebenfalls dieses nette Spiel mal begutachten können. Und ihr könnt mir auch mal ganz gerne eure verrückten Theorien in die Kommentare schreiben, was ihr so gerade von dieser Situation hier haltet. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.